Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Ich habe es nicht geschafft, das andere Video hochzuladen, aber das ist egal, ich bin richtig nervös, aufgeregt. Oh mein Gott, lade doch schneller. Die Arenen sind aktiv freigeschaltet. Oh mein Gott, lade schneller. Das heißt, es geht raus. Ich habe euch gesagt, wenn die Arenen freigeschaltet werden, direkt raus, anstatt nur über Theorie zu labern. Wir gehen gleich drüber nach dem Termin. So, ein paar Arenen jetzt besetzt. Der Kollege Chris ist auch gekommen. Das Gebiet aufbauen. Noch ein Kollege ist auf dem Weg. Das Interessante hier ist jetzt, er hat einen Relaxzug eingestellt. Das ist schwächer. Aber es steht oben, weil wenn man hier so rausgeht, dann sieht man es, weiß schon, bei der Arena. Das ist echt interessant. Es geht nach Reihenfolge jetzt. Ja, genau. Das heißt, gegen meinen wird zuerst gekämpft. Und es ist voll laggy hier. Zu viele Leute unterwegs. So, nächste Arena besetzt. Chris hat einen Halterer eingesetzt. Da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, was er eigentlich so reinsetzen sollte, weil wir wissen noch nicht, was am besten ist. Ob wir die Arena lange halten wollen oder eher nicht so, weil die Pokémon, also die Münzen kommen erst, wenn die Pokémon zurückgeschickt werden. Das heißt, ab und zu willst du, dass die Pokémon zurückgeschickt werden. Alles eine Lernphase. Jetzt schmeißen wir einfach rein, was wir wollen. Dann schauen wir mal. So, auf geht's. Unter 5, knapp unter 5. Und angegriffen, also getrainiert habe ich irgendwas mit 1750. Achso, nee, ich meinte trainieren. Trainieren habe ich nur unter 5. Okay. Kämpfen habe ich 3000 oder so. Wenn du es anhast, muss ich Musik ausmachen, ja, oder? Bitte. Da hast du ja sehr viel gekämpft. Bei den Roten da drüben. Klar. Alle platt gemacht. Das war da, wo dann der nette David gekommen ist. David und Kevin. Das waren Zeiten, ja. Jetzt seid ihr still, oder was? Bin ich immer gelaufen. Wir haben gerade über Raid-Bosse geredet und TMs. Findet ihr das gut, die TMs? Schon, oder? Ja, klar, du kannst dir dein Moveset dann ändern, wenn es dir nicht passt. Sind auch schon hier ein paar Arenen blau geworden, die werden wir gleich übernehmen. Oh ne, das ist ein anderer. Keine Ahnung, was ich anschauen soll. Ich einfach mal, geht sowas an. Achso, die geben 400 ungefähr, diese Bonbons. Ich habe schon 200 verloren gehabt. Ich habe irgendeine Medaille gerade bekommen. Ich habe auch. Defend Team Gyms and attack rival ones to upgrade your gym badges. Und irgendwie bin ich gerade nicht wieder in der Nähe. Wo bin ich denn? Ich hab auch irgendwas gezogen. Ich bin weggelaufen. Ja, toll. Scheiße. Ui, man bekommt, jetzt habe ich schon vier Dinge bekommen. Okay, jetzt bin ich in der Nähe. Ja, weil wahrscheinlich vier drin sind. Nö, waren drei. Na, wie ich gemacht hatte, jetzt sind vier. Ne, ich habe nur drei bekommen. Und deiner ist auch schon wieder schwach geworden. Ja, wer will füttern? Ich hab schon eine, aber ich hab nicht so viel Himbeeren, ich hab noch 15 oder ja, du kannst auch Bananen und so benutzen. Das muss ja keine Himbeerburger sein. Das habe ich vernetzt. Ich nee, aber ich hab einen Gabus links nach oben gemacht. Ja, die sind alle voll. Bei mir stand drin, ich kann nur Himbeeren. Ja, wenn du auf die Himbeerburger dann klickst, kannst du wechseln. Es sind schon alle gepusht. Aber jetzt sind alle voll, ja. Traurig. Beim nächsten Mal dann. So, uns verreckt. So, oh mein Gott, Leute. Wir mühen uns hier gerade ab, die Arena runterzuhauen. Und da steht einer an der Straße und füttert die. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Sollen wir mal ein bisschen hinfahren? Chris will Stress machen. Na, auffahren und dann abbremsen. Aber ihr seht, man kommt zu dritt kaum an gegen nur einen, der einfach nur füttert. Nummer ein anderer. Es sind noch zwei da noch. Da sind noch zwei Frauen. Da. Ja, die werden wahrscheinlich auch kämpfen. Spielen auch. Kämpfen die oder die füttern das. Die? Die füttern wahrscheinlich. Das ist ja mit dem Bildschirm.
Der spielt. Ja, die Frage ist, ob der blau ist und die rot oder ob die auch blau sind. Aber wenn die blau wären, dann hätten die sich auch reingesetzt. Ich könnte was anderes vorstellen. Oh, warte mal, da macht einer, kämpft doch gerade jemand. Kämpfen wir gerade? Ja, wir kämpfen. Weil der Baum auch gerade gleich kaputt geht. Der ist noch 1-3. Ich kämpfe gerade, ja. Ich versuche gerade einzukommen. Ich nehme irgendwelche Monster hier, mir jetzt wurscht. Ihr seht, die Agenten sind bereits heiß begehrt und hart umkämpft. Es hat gerade 0 gebracht, dass ich das Akane besiegt habe. An Schaden. Motivation, ja. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zu einer anderen Arena. Ich habe gerade auch gedacht. Gerne fahren. Also, Aquana wird schon wieder hoch. Ja, schau. Und ich stehe immer noch beim Pokestop. Was ist das hier? Wir können ja zur Kirche gehen, da haben wir mehr Glück. Ja, aber einen haben wir ja schon rausgehauen, das ist Kokoball. Ja. Echt? Das ist schon draußen? Nein, ja. Das ist schon wieder da. Kokoball ist drin. Also bei mir ist es nicht mehr. Gehen wir nach außen rein? Nee, bei mir ist es auch noch da. Okay, jetzt ist die App abgestürzt. Ich habe es gerade nicht gesehen. Aber vielleicht hat das reingestellt wieder. Akani ist das schwächste von denen. Nee, bei mir waren nur 2 und die hatten beide voll. Hä? Warte mal. Ich check's gerade gar nicht. Lapras kämpft auch. Mit wem gehört Lapras? Wer kämpft mit Lapras? Ich nicht. Dann muss der mit Lapras kämpfen. Einer von den beiden ist ein Gelber. Oder der Typ da drüben. Nee, oder der hilft mit einfach. Schau, wenn der gelb ist, müssen wir den rekrutieren. Fahr mal hin. Schau, bei mir sind nur 2 drin. Krass. Bei euch hängt das, glaube ich, noch. Das also einen haben wir schon mal besiegt und jetzt schauen wir mal, ob der gelb oder rot ist. Bei mir nicht mehr. Bei mir auch. Also es gibt Verwirrung. Bei mir sind nur noch 2 Pokémon drin, bei den anderen Jungs noch alle 3. Bei Makani ist so gut wie draußen. Das ist noch ziemlich stark. Und der Kollege hier ist leider rot, den können wir nicht rekrutieren und mitnehmen. Die Blauen, die verziehen sich jetzt. Die Blauen verziehen sich zum Glück, ja. Das heißt, die Arena fällt gleich. Das ist gleich, aber bald. Ja. Das kannst du dir eigentlich sparen, wir machen sie sowieso wieder platt. Ja, ich setze mal rein. Macht ja nichts. Aber die Punkte kriegen. Okay. Stört sich, wenn du irgendwie mit im Video bist. In welchem Video? Ich bin YouTuber. YouTube-Name? Hong und Pokémon Friends. Lol, ey. Guck dich gerade an. Ja, ich hab auch eine Nummer. So, wir haben den Kollegen kennengelernt, Nummern ausgetauscht und so, weil ab jetzt wird es wahrscheinlich so hinauslaufen, dass wir seine Arenen kicken werden wollen und er unsere. Und stellt sich auch heraus, dass er ein bisschen Ahnung von Maps und so hat und den Philipp kennt. Ein bisschen überrascht über unsere Pokémon und unsere Scanner-Turm. Gym Badge and Defend Team Gym. Gut. Mein Gott, wieso läuft man? Welcher Bock? Ich verliere, er verliert. Und dann macht er wieder zurück. 516. Ja. Ja, gut, wir können schon auch zu den anderen erst gehen, aber es wird halt auch nicht viel bringen. Ja. Weil das zieht nicht so viel ab, das ist. Ja, ich hab noch was bekommen, die nur am Rest sichere Sachen. Ja, aber ich glaube mit der WP hat es jetzt nichts mehr zu tun. Nee, ich glaube auch nicht. Ich hätte sogar den Anteil der Kinder geteilt, der Schaden. Ja, das war ja auch so bei dem normalen. Haben wir zu dritt ja auch genauso viel gemacht wie die anderen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Pokémon, was als erstes kommt und leveln die paar Mal durch und dann haben wir sie weg. Und meinst du, das geht besser als beide gleichzeitig? Also nachher? Nee, ich meine, wenn wir jetzt alle zusammen einfach nur das erstbeste Pokémon nehmen, was da gerade kommt, weil wir. Achso, ja, das sowieso. Das mache ich sowieso. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Obwohl das die neue Suchoption nicht schlecht ist. Jetzt kämpfen wir uns
für Rutsches. Ich bin super effektiv. 517, das heißt, viermal müssen wir noch gegen den kämpfen. Ich hab krank. Krank ist es. Weißt du, wenn du so viel brauchst, auf kämpfen musst du in 6 Stück kämpfen. Okay, was war das denn? Das ist doch fast unmöglich alleine. Also nicht unmöglich, aber. Null habe ich abgezogen. Ich habe 450. Stand da bei mir. Vielleicht hast du zu wenig gemacht. Das ist bei den Red Boss noch auch so. Die Gruppe, die am meisten Schaden oder so verursacht hat, die kriegt dann die besseren Items im Moment. Ja, bei mir kam so ein Bug, wo der hin und her geswitcht ist. Also. Kann schon sein, weil da habe ich eine Weile nichts gemacht. Aber das Draco war bei mir schon auf 1400 runter. Das ist schon ziemlich tot. Bei mir noch 1900. Alleine 1500 gemacht. Echt komisch. Es wäre halt am besten, glaube ich, wenn man mit 2 Farben angreifen würde. Wieso das? Ja, dann spielt man nicht im Team, oder? Ich glaube nicht. Doch. Dann steht auch 4. Ja, stimmt, das Labos von dem war ja auch drin. Ja, das macht keinen Unterschied. Jetzt ist es runter auf 800 irgendwas, ja. Sozusagen. Aber je schwächer er wird, desto mehr Schaden bekommt er auch. Naja, das ist mir nicht aufgefallen. Also, desto weniger, mehr Motivation verliert der pro Kampf, oder was? Nee, das Monster war jetzt mit 800. Achso, das stirbt schneller, meinst du? Ja, ja. Und ich habe mit der billigsten Attacke von diesem. Also, bei mir ist nur noch Gargantus drin. Angegriffen, die macht normalerweise gar nichts und den hat sie dann platt gemacht mit einem Schaden. Ja, ist ja klar, was jetzt noch 987 PP hat, dann ja, jetzt ist komplett die, dadurch, dass die Motivation sind. Great work! Yay! Yeah. Und schwarz. Und ich schwarz wieder weg. Toll. Das ist meine schnell reinsetzen. Monster wiederbeleben, die tot sind. Obwohl, setzt alle mal von euch mal als erstes rein. Ich bin die ganze Zeit Erster. Nee, in dem. In der Arena ja, stimmt, bin ich Erster und in der bin ich jetzt auch Erster. Also okay, ich opfere mich. Chill. Ich bin noch schon drin. Achso. Ich hab schon Relaxo drin. Arrow. The fuck? Ich hab auch Relaxo reingestellt. Ja, deswegen geht's nicht. Ah, okay. Ist mein Relaxo ist drin. Ja. Das war dummer ein Gedanke, ja? Yeah. The gym is under attack schon wieder. Try again later. Was ist denn das? Also, wir haben hier gerade eine Arena zurückgeholt. Irgendwie kann man sich nicht direkt reinsetzen, nur einer. Bei den anderen, ich glaube, das ist aber noch ein Bug. Steht da dauernd, dass die Arena unter Beschuss ist, unter Angriff und die können sich nicht reinsetzen. Wir gehen jetzt zu der anderen Arena da hinten, die füttern und dann kommen wir nochmal hierher. Weil die hat bereits ein gutes Drittel an Motivation bei allen Pokémon verloren. Und das in, warte, da sieht man glaube ich die Zeit, in einer Stunde ein Drittel bereits verloren. Das heißt, die halten so 6 Stunden maximal oder so, bevor Motivation auf Null geht. Echt krank. So, das war's. Zu Hause angekommen. Es hat angefangen zu regnen. Kleine spontane Tour mit den Jungs. Haben unser Gebiet geschnappt, sag ich mal. Könnt ihr sehen. Die eine rote Arena da ist der rote Spoofer, der uns langweilt. Und die 2 blauen am Rand. Die waren schon voll mit 5 Pokémon, als wir angekommen sind. Also das war uns jetzt viel zu viel Stress, weil also das Bekämpfen ist echt leidend und geht echt langsam voran. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt und wie die Arenen so sind. Man kriegt pro Arena, also pro Arena, pro Stunde, in der ein Pokémon drin sitzt, eine Münze. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ansonsten, all die anderen Sachen schauen wir uns auch noch später genauer an. Das war jetzt erstmal das Footage, das Material von der Arena-Tour, die Arenen im Einsatz, wie das so abläuft. Auf den ersten Blick scheint es schwieriger zu sein, auf jeden Fall Münzen zu bekommen, aber auch anspruchsvoller, lustiger.
mehr Zeit muss man investieren. Also schauen wir mal. Manche, die halt faul sind, die wird es natürlich nerven und stressen, aber dadurch spielt man halt mehr. Ich gehe jetzt schlafen, also ich bearbeite jetzt das Video, lade es hoch und dann gehe ich schlafen und dann schauen wir mal morgen, wie viele Arenen wir noch haben, wie stark die Motivation gesunken ist über Nacht und natürlich wie viele Münzen wir bekommen haben. Danach schauen wir uns noch das ganze Zeug an auf der App, wo man die ganzen Arenen sieht und die Badges und die Orden und all das. Aber das war's für heute. Schreibt noch in die Kommentare, wie viele Arenen ihr gemacht habt. Ich habe schon ein paar Kommentare bekommen. 19, 20 Arenen und so. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.